Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video von mir. Ja, sehr schlau. Auf jeden Fall habe ich heute meine Juni-Favoriten so für euch zusammengestellt. Also, ich glaube, das sind sogar alles wirklich Produkte, die ich erst seit dem Juni besitze. Und ich würde sagen, ich stelle sie euch einfach vor. Erstes Produkt, das ist dieses hier. So sieht's aus. Das ist eine Bodylotion von Body Shop und das ist die Sweet Lemon Body Whip Body Lotion halt. Die habe ich halt auch ziemlich neu erworben, ich glaube sogar erst vor 2 Wochen oder noch kürzer. Aber sie riecht unglaublich gut, also sie riecht wirklich nach, also sehr zitronig, sehr schön erfrischend. Jetzt passend für den Sommer finde ich einfach, ich finde Zitrone passt jetzt bei allem was so geht, also so ein richtig schöner Sommerduft und da sind 250 Milliliter drin und ich glaube, die kostet normalerweise um die 12 Euro. Ich habe sie aber für 7 Euro bekommen, weil bei mir im Bodyshop gerade eine riesen Rabattaktion ist. Und ja, die finde ich auf jeden Fall ganz toll. Sie pflegt die Haut, sie zieht schnell ein. Das finde ich bei den Bodylotions von The Body Shop eigentlich nicht so. Aber die zieht sehr schnell ein und sie riecht einfach so gut. Aber der Duft ist auch nicht zu extrem, dass er irgendwie nervig wird. Und ja, finde ich ganz tolles Produkt. Also einer meiner Favoriten. Ich habe übrigens sehr viele Beauty-Produkte auch dabei, aber auch einige andere Produkte. Deshalb komme ich jetzt mal zu einem anderen Produkt, was ich so vor 3 Wochen, sage ich mal, also so gleich am Anfang Juni entdeckt habe. Und ich liebe es. Ich finde das so eine coole Idee. Und zwar ist das diese hier. Das ist eine Bella-Kerze und für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Kerze, die ziemlich viel Geld kostet, aber wenn man sie abbrennen lässt, da ist dann ein Ring drin, der, ich glaube, im Wert von 10 bis 250 Euro teuer sein kann. Und ja, also ich habe mir diese Bella-Kerze jetzt in der Geschmacksrichtung oder Geruchsrichtung cremiges Vanille und Kokoseis gekauft und ja, also muss man sich im Internet bestellen. Ich kann euch den Link auch gerne nochmal in die Infobox setzen und ich habe so viel Glück gehabt, also ich hatte einen wunderschönen Ring drin, den kann ich euch auch gleich mal zeigen, weil der ist wirklich total toll. So sieht er aus, also richtig, richtig schön. Ist so eine kleine Schildkröte und die kann sogar ihren Kopf bewegen und dieser Ring hat oder hat einen Wert von 25 Euro, also gar nicht mal so schlecht und mir passt er. Da bin ich halt immer nicht so sicher, also wenn man so eine Kerze bestellt und der Ring nicht passt, habe ich keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich hatte auf jeden Fall Glück und mir passt der Ring und ich finde ihn richtig, richtig schön. Und ja, diese Kerze kostet normalerweise 25 Euro, das fand ich aber auch ganz schön teuer und deshalb habe ich auch mal hier wieder eine Rabattaktion genutzt und habe die Kerze für 12,50 Euro bekommen. Und dafür lohnt es sich. Also die Kerze ist eine tolle Idee. Und auch als Geschenkidee kann man sie ja so schön verwenden. Also ich finde sie toll. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt so ein bisschen, naja, zum Viertel, sage ich mal, abgebrannt. Oh, die geht ganz schwer auf. So. Und sie riecht super, super schön. Also top. Der Ring war schon drin. Und jetzt kann ich sie so einfach noch als Duftkerze weiter benutzen. Jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu einer Mascara, die ich diesen Monat eigentlich fast nur getragen habe. Ich habe diesen Monat sogar mehrere Mascaras ausprobiert, aber jetzt zeige ich euch erstmal meine hier. Und zwar ist das diese hier, The Colossal Go Extreme Mascara von Maybelline. Ich habe sie in der Farbe Black, Very Black. Und was ich hier dran liebe, ist einfach dieses Bürstchen. Das ist so, so toll. So sieht es aus. Und ja, ich mag einfach so eine größeren Bürstchen. Ich finde, die können wirklich Länge und Volumen in die Wimpern zaubern. Bei so anderen Bürstchen, die ein bisschen anders aussehen, habe ich bis jetzt noch nicht so super Erfahrungen gemacht. Auch von der Glamadore, die habe ich auch dieses Jahr ausprobiert, von Catrice. Die, von der bin ich eigentlich doch langsam mittlerweile überzeugt. Am Anfang muss ich sagen, dieses Bürstchen hat mich einfach abgeschreckt, aber mittlerweile finde ich es auch ganz gut. Trotzdem ist das mein Favorit diesen Monat, weil das einfach wirklich Länge und Volumen in die Wimpern zaubert. Ich habe es auch gerade drauf
Und ja, für mich ein top, top, top Produkt. Kommen wir zu einem Lippenprodukt, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das diese hier. Die Lip Butter von Labello. Und ich habe sie jetzt in der Geschmacksrichtung oder Duftrichtung, keine Ahnung, Vanilla und Macadamia. Und die ist einfach super toll. Also ich zeige euch mal die andere. Die habe ich jetzt, das ist diese hier. Die kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist auch eine Lip Butter von Labello in der Geschmacks- oder Duftrichtung, wie auch immer. Raspberry Rose oder Raspberry Rosé, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese finde ich von der Pflegewirkung her, sind sie natürlich gleich. Also ich denke mal, oder bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass sie ziemlich gleich sind. Aber hier, bei der hier, finde ich einfach der Duft, er stört mich nicht. Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut, aber er ist mir irgendwie dann doch zu doll, dass er mich dann wieder nervt. Also ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, das ist ziemlich schwer. Deshalb finde ich die hier, ist das hier, also diese hier, also die Vanilla und Macadamia Lip Butter, ein bisschen besser, weil ich den Duft einfach nicht störend finde. Also den finde ich einfach sehr angenehm. Ich stehe aber auch total auf Vanille, obwohl ich eigentlich auch auf Himbeere stehe. Aber naja, ist ja jetzt auch egal. Trotzdem die Pflegewirkung von beiden top. Und der Geruch und Geschmack hier halt noch ein bisschen besser. Deshalb ein Top-Produkt im Juni. Jetzt kommen wir zu etwas Essbarem. Ja, na klar, es ist auch was Essbares. Aber es ist, also kommen wir zu einer Süßigkeit, sage ich es einfach so. Und die habe ich halt diesen Monat wieder mir mal neu gekauft. Aber die habe ich früher auch schon immer sehr, sehr gerne gegessen. Und ich glaube, jeder von euch kennt sie auch. Das sind diese hier. Die Ahoi Brause, Brausebrocken. Ja, und die habe ich jetzt hier in der Geschmacksrichtung Erdbeere und Zitrone. Oder ist das, glaube ich, ist das nicht Himbeere? Ach, keine Ahnung. Erdbeere oder Himbeere, keine Ahnung. Himbeer, Himbeergeschmack. Hier steht es drauf. Himbeergeschmack und Zitronengeschmack. Und ich habe sie diesen Monat neu oder wieder entdeckt. Habe sie mir gleich geholt, weil ich mich gleich an meine Kindheit wieder erinnert habe, wo ich sie sehr, sehr gerne gegessen habe. Und deshalb waren sie diesen Monat auch mal wieder in meinem Einkaufskörbchen dabei. Und ja, ich meine, also das ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Und wenn ihr die auch so gerne mögt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Lieblingssorte ihr von den Ahoi Brause Brausebrocken habt. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Lippenprodukt. Wenn ihr das, ja, das solltet ihr vielleicht wissen, ich bin sehr, sehr Lippenprodukt, also Lippenbalsam, Lippenstifte, Lipgloss, alles sehr, sehr süchtig. Aber an sich mag ich Lipglosse gar nicht so gerne, also ich mag sie schon, aber mir stehen sie einfach nicht so, also dieses Glänzen auf den Lippen, das ist einfach nicht so meins. Aber ich habe sowas Cooles entdeckt und das sind diese hier. Die Longlasting Lipglosse von Essence, also die XXL Longlasting Lipglosse. Und ich habe mir gleich zwei davon geholt. Ich bin etwas traurig, weil es die nur in drei verschiedenen Sorten gibt. Aber ich habe mir jetzt die Velvet Rose und die Soft Nude Version davon geholt. Und an sich sehen die so ziemlich ähnlich aus. Also in der Flasche, merke ich gerade, sehen die echt ziemlich ähnlich aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr da einen Unterschied erkennen könnt in der Kamera. Aber auf den Lippen sind sie komplett unterschiedlich. Also dieser hier ist eher dunkler, dieser ist heller. Und das Coole einfach daran ist, dass sie mit einem Matt-Effekt sind. Und deshalb glänzen sie nicht auf den Lippen. Sie werden einfach wie zu einem Lippenstift auf den Lippen. Und das ist ganz, ganz angenehm. Ich finde, man merkt nicht, dass man Lipgloss drauf hat, weil das klebt ja immer so. Und auch bei den Lippenstiften manchmal, finde ich, klebt das einfach so und dann nervt es irgendwann. Aber das ist ganz, ganz leicht und sorgt irgendwie für ein schönes Finish und sieht einfach toll aus. Und deshalb, eine meiner Favoriten. Wir jetzt zu einem Skincare-Produkt, also zu einem Hautpflegeprodukt. Und das gibt es leider nicht in Deutschland, aber ich zeige es euch erstmal. Das ist diese hier. Die Baby Skin Creme, Tagespflege, was weiß ich, von Maybelline. Und die ist einfach echt toll. Ich habe mir die auf meiner Rückreise von Neuseeland mitgebracht. Da hatte ich nämlich einen kurzen Zwischenstopp in Taipei und da gab es diese, habe ich sie entdeckt und sofort eingepackt.
Also sie soll, oder sie hat einen Lichtschutzfaktor von 35, das ist ja schon ziemlich hoch, was auch ziemlich gut ist, weil man jetzt im Sommer wirklich hohen Lichtschutzfaktor einfach tragen sollte, damit man sich die Haut nicht verbrennt oder einfach um Krankheiten vorzubeugen. Und ja, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Und ich muss sagen, seitdem ich diese Creme benutze, habe ich sehr, sehr wenig Probleme mit meiner Haut. Ich meine, ich habe sonst eigentlich auch nicht wirklich Probleme mit ihr. Also ich habe da echt Glück gehabt, was meine Haut angeht, aber hier pflegt sie wirklich, wirklich gut. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, wenn ich sie auftrage. Der Geruch ist jetzt, glaube ich, nicht so Bombe. Also ja, riecht eher so nach, keine Ahnung, nach einer ganz normalen Creme eigentlich. Also ist, glaube ich, auch nicht parfümiert. Aber von der Pflegewirkung ist sie einfach so toll. Und ja, ich bin begeistert davon und deshalb ist es auch ein weiteres Top-Produkt diesen Monat. Außerdem wisst ihr ja gerade, dass wir, oder wisst ihr ja, dass wir gerade die WM haben. Und passend dazu kleide ich mich auch immer schön in Deutschlandfarben oder mit deutschen Fanartikeln und sowas für ein Deutschlandspiel. Und deshalb habe ich einen weiteren Favoriten diesen Monat, weil es einfach der WM-Monat ist. Ich meine, der nächste ist auch noch ein bisschen WM-Monat, aber trotzdem habe ich es jetzt mal mit hier reingenommen. Und zwar habe ich diese hier zumindest schon mal. So sehen sie aus. Das sind Deutschland-Wimpern. Also falsche oder künstliche Wimpern, die man sich halt. Naja, ihr wisst ja alle, was falsche Wimpern sind. Okay. Falls Deutschland ins Finale kommt, werde ich sie da auf jeden Fall tragen. Und außerdem habe ich noch so ein Hawaii-Deutschland-farbenes Dingensbummens. Das habe ich jetzt gerade nicht hier, aber. Wie gesagt, ich bin immer ganz, ganz im Deutschlandfieber und deshalb habe ich ganz viele Fanartikel und benutze die sehr, sehr gerne, wenn ein Deutschlandspiel ist. Jetzt habe ich, glaube ich, schon mein vorletztes Produkt für euch und das ist eine Handcreme. Und so sieht sie aus. Das ist die Handcreme von P2 und die habe ich auch ganz, ganz neu diesen Monat entdeckt und ich bin hin und weg davon. Also P2 hat, glaube ich, schon so eine Handcreme mal rausgebracht, bloß in so einer rosa Verpackung, so einer rosafarbenen Verpackung. Das hier ist die gelbe Variante davon. Ich habe sie auch nur bei den Pröbchen bis jetzt entdeckt, noch nicht bei dem P2-Regal, aber da muss ich, glaube ich, auch nochmal gucken. Und die riecht einfach genial. Es ist auch wieder so ein Limonenduft, aber das ist nicht komplett Limone, das ist mit Lotus, Ingwer und Limonenextrakt. Und das ist einfach ein pflegender Handbalsam für spröde Hände. Ja, kurzzeitig hatte ich hier wieder total trockene Hände irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, von der Pflegewirkung her hat sie mir halt sehr, sehr gut geholfen. Und außerdem ist dieser Duft einfach spitze. Und deshalb ist es ein weiterer Favorit diesen Monat. Also falls ihr mal die Gelegenheit habt, könnt ihr die ja einfach mal ausprobieren bei den Brötchen oder so. Macht euch da mal ein bisschen was von auf die Hand. Es riecht einfach so toll. Und jetzt kommen wir halt auch schon zu meinem letzten Produkt, zu meinem letzten Favoriten diesen Monat. Und das ist ein Kleidungsstück. Und zwar habe ich mir das im H&M gekauft. Und das sieht so aus. Das ist so ein kleines T-Shirt mit Schößchen unten. Und ist total süß, es macht eine super, super schöne Figur und ja, ich finde es einfach toll mit diesen Röschen da drauf, diesem Blumenmuster, passt schön in den Sommer und sieht einfach toll aus. Also wie gesagt, habe ich mir, glaube ich, für 12,99 € gekauft. Falls ihr Fragen habt zu den Preisen, die stehen alle in der Infobox. Und ja, ich finde es einfach ein richtig, richtig schönes Oberteil jetzt für den Sommer, wie gesagt. Und deshalb ist es ein weiterer Favorit diesen Monat. Und ja, damit sind wir auch schon beim Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar schöne Produkte zeigen. Und ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen lieben Kommentar oder einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!